Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern Abend gab es einen Hotfix, der hat ein paar Sachen ausgebügelt, die aktuell im Spiel falsch waren. Und ein neues Event startet ab dem 6.6. zur Feier des einjährigen Jubiläums von Diablo 4. Auch zum zweijährigen Jubiläum von Diablo Immortal, aber das ist ja nicht so Thema hier auf dem Kanal, deswegen kümmern wir uns um Diablo 4. Zuerst zum Hotfix, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil wir nicht so viel Informationen zu haben. Der Hotfix sieht nämlich so aus, da stehen keine Zahlen oder irgendwelche harten Fakten zu, sondern nur, dass viele Probleme und falsche Berechnungen gefixt wurden für den Magier, für den Rogue. Bisschen was für ein Barb. Vor allem das ganze Verwundbarkeitsthema. Ich bin ja gerade mal auf den Jäger gegangen und man merkt sofort, okay, da ist jetzt mehr Schaden. Also bei der Verwundbarkeit scheint wohl irgendwie ein Fehler gewesen zu sein. Ich mache jetzt ungefähr doppelten Schaden. Das ist ganz krass. Magier gab es auch viele Probleme. Wurde jetzt auch vieles gefixt. Sollte jetzt auch auf jeden Fall stärker sein. Wundert euch nicht, wenn da eure Charakter jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Der Hotfix, das ist immer serverseitig, das heißt, ihr müsst auch kein Update laden oder so an die PC-Leute, keine Sorge. Ihr müsst nicht wieder ein paar Gigabyte oder so runterladen. Hotfixes laufen immer über den Server und sollten jetzt gefixt sein. Jetzt kommen wir zu dem, meiner Meinung nach, interessanteren Teil, dem Event ab dem 6.6. Dort wird es eine Feier geben zum einjährigen Jubiläum vom Diablo 4. Vermehrt werden Goblins auftauchen und endlich auch Goblins, die in einer Gruppe auftauchen. Das gab es ja schon im PTA. LOL! Oh mein Gott! Und kommt jetzt endlich wieder. Sehr witzig zu sehen, was sie da getestet haben im PTA. Aber jetzt könnt ihr Goblins, also nicht jetzt, aber ab dem 6.6. könnt ihr eine Woche lang Goblins in 4er, 5er Gruppen finden, die dann natürlich auch noch erhöhten Loot fallen lassen. So eine Box mit, eine Bag mit 925 Gegenstandsmacht-Items. Bin sehr gespannt, wie das mit dem Loot aussieht. Ob es da erhöhte Chance auf Unix gibt, auf Greater Affixe, ob die irgendwelche Materialien vielleicht sogar noch fallen lassen. Stygische Steine würde ich mich sehr freuen. Bleibt abzuwarten. Außerdem könnt ihr ab dem 6.6. jeden Tag ein Goodie aus dem Shop umsonst bekommen. Das sind für jede Klasse ein Transmog für die Waffen und zwei Pferde bzw. Harnische. Das Ganze könnt ihr abholen bis zum 20. Also lasst da nicht zu viel Zeit verstreichen und schaut auf jeden Fall dort in den Shop einmal rein und holt euch die ganzen Sachen ab. Gerade das Schwert finde ich sehr, sehr cool. Das Zweihandschwert, da habe ich sehr Bock drauf. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann gibt es noch in der zweiten Woche ein Blessing von Lilith, das kennen wir aus der Vergangenheit. 25% mehr Erfahrung gibt es hier und 50% mehr Gold. Das Ganze steht zwar multiplikativ, aber ihr werdet nicht so einen extrem krassen Unterschied merken. Das kommt zwar immer oben drauf, aber ihr werdet danach nicht Millionär oder Milliardär sein wegen Gold. Und auch nicht noch viel, viel, viel schneller mal, viel schneller leveln. Man merkt schon, aber jetzt auch nicht so extrem krass. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu rein zu dem Event. Ich finde eigentlich das eine ganz coole Sache zum Einjährigen. Hätte mir aber tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Ein paar mehr Goblins, ein bisschen mehr Loot. Ey, das ist cool für Loot Reborn. Aber mal ein neues Dungeon oder irgendwie was Neues Visuelles. Oder so eine Questline, wie wir es zu Midwinterblight haben und Mondneujahr. Wäre so das Mindeste gewesen. Schön, dass wir was haben, aber ich hätte gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Die Hotfixes finde ich sehr gut, dass die jetzt reingekommen sind. Hat lange genug auf sich warten lassen. Gibt ja sehr, sehr viele Reddit-Posts zu falschen Berechnungen. Mathe Blizzard ist immer so ein Thema und ich sage immer, ich halte mich da so gut es geht raus, weil da durchzublicken, wie da die Berechnungen sind, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch falsch läuft, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt sogar Theorien, dass diese Puppe hier Schaden falsch berechnet und falschen Schaden ausgibt. Also das ist ein riesiges, riesiges, riesiges Thema, was es da gibt. Da will ich mich so gut es geht raushalten. Ich bin aber froh, dass es jetzt so einen Hotfix gibt. Und ja, wie gesagt, Jäger, Magier und so jetzt auf jeden Fall mehr Schaden machen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt. Und natürlich ein Like auf diesem Video. Und sage es zum nächsten Mal, Leute, haut rein.